Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft, Minecraft Life in the Woods. Ja, in der letzten Folge, da haben wir ja etwas, gehungert, sag ich mal. Und, naja, gut, ich habe mich auch sehr dazu verleiten lassen. In dem Dorf, wo wir zuletzt waren, da haben wir diese wunderschönen Sachen gefunden. Also wirklich, wir haben Karotten am Start. Was haben wir hier noch? Sunflowers, die haben wir ja auf der Reise zuvor noch entdeckt. Kartoffeln haben wir, Zuckerrohr. Also da haben wir wirklich hier etliches gefunden. Ingwer, Kaffeesamen und so weiter und so fort. Das haben wir alles gefunden. Ja. Würde sagen, wir hauen mal unser Bettchen raus. Moment, ich muss gerade mal, ich kann ja mein Mausrad hier entweder mit Rasten versehen. Das heißt also, so wie ihr es gewohnt seid, einmal macht das ja dann so einen Klick. Ja? Oder wenn ich dann das Knöpfchen drücke, dann läuft das Rad weich durch und das habe ich eben mal, um schnell durchzuscrollen, umgestellt. So, aber das ist ja auch alles egal. So, heute haben wir natürlich wieder den berühmten Knoten in der Zunge. Wir legen uns erstmal schlafen. So, ich will natürlich mal wieder mehr erzählen, wie über meine Zunge kommt. Übrigens, der neue Shader, den ich mir runtergeladen habe, der ist nicht schlecht. Finde, dass die Wasseroberfläche nochmal mehr glänzen tut wie mit dem alten Shader. Vorher hatte ich, glaube ich, den 1.451 lalala drauf. Und jetzt habe ich den 1.5 wie auch immer drauf. Hab jetzt gerade die Zahlen nicht im Kopf. So. Wir brauchen mal unsere Werkbank. Zack. Klopfen wir mal dahin. Weil ich möchte ja meinen Ofen hier nicht lassen, da ich jetzt auch leider das Rezept noch nicht aus dem Kopf weiß für eine Spitzhacke. Muss ich gerade mal meinen schlauen Zettel nochmal zur Hilfe nehmen. Ich habe hier so zwei Zettel auf dem Tisch hier liegen. So, die Spitzhacke. Da brauchen wir zwei Stickies und Holzbretter oben in der Reihe. Das kriegen wir doch hin. Also zwei Stickies. Ja. Und die Eichenholzbretter. So, das war die. Genau. So. Irgendetwas müssen wir hier lassen. Ich will den Ofen nämlich noch mitnehmen. Und unter anderem, wir müssen uns noch ein Boot müssen wir uns auch machen. Ich habe echt zu viel hier drinne. Ich würde sagen, da wir ja Leder sowieso des Öfteren mal finden. Wir nehmen es gerade nochmal auf. Legen es dann hier hinten ab. Dann ist es nämlich aus den Augen, aus dem Sinn. Wo ist es hin? Da. Ach nee, wir brauchen kein Boot. Ich sehe gerade, wir haben ja noch eins im Inventar drin. Sehr schön. Dann klopfen wir das mal ab. So, das Boot. Das machen wir dahin. Können wir es auswählen. So, zack. Da ist das Boot. Werkbank kommt natürlich auch mit. So. Und weiter geht's. Ja, also es war nicht schlecht hier auf der Insel. Also wir hatten da ein Dorf gehabt, aber das ist mehr hier so eine Winterlandschaft. Und das ist nicht in meinem Sinne. Ganz ehrlich. Ich möchte lieber so ein schönes grünes Biom haben, wo wirklich. Wie sieht der Himmel eigentlich aus? Alles so eckig hier. Das war doch mal weicher. Muss ich nochmal in den Einstellungen ein bisschen durchstöbern, oder? Es war schon immer so und es ist mir nie aufgefallen. Ja, auf jeden Fall, die Einwohner, die haben wir da gut aufgemischt. Und uns tut es jetzt weiterziehen. Man könnte natürlich auch, naja, vielleicht nochmal hier um die Insel fahren. Aber nee. Wir wollen mal weiter. Ah, was mir gar nicht aufgefallen ist, wir brauchen Musik. Musik ist das A und O.
Ich glaube, mit F5 kann man auch die Ansicht ändern. Ja, schön. Blöd, dass es sich jedes Mal mitdreht. Das will ich auch jetzt noch mal irgendwann in Angriff nehmen, dass ich mir meinen eigenen Charakter hier mache, also mein eigenes Männchen. Das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft, weil ich habe jetzt so nach und nach habe ich mich rangetastet. Erstmal hier mit den Videoaufnahmen alleine, da habe ich mich jetzt auch etwas verbessert drinne. Und jetzt mache ich sogar meine eigenen Thumbnails. Finde auch, dass ich das recht gut hinbekommen habe, wenn, also so sehe ich es, wenn ihr meint, es sieht kacke aus und es müsste dies und das und jenes verbessert werden, sagt es mir, ich will es gerne umsetzen. So, was hängt denn jetzt noch auf meiner Liste? Ich grüße unter anderem den lieben Loki. Der hat auch seinen eigenen Kanal, hat mich in einem seiner Videos ja, geehrt kann man da jetzt nicht sagen. Also ich bin aktiver Abonnent von ihm, weil mir gefällt das, was er macht. Und ich gebe dann auch immer gleich mal Kommentar dabei. Und es macht mir Spaß, ihm zuzugucken. Ich mag es einfach. So, jetzt habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben, wer mir noch alles geschrieben hat. Unter anderem den Crazy MAS, den kenne ich mittlerweile jetzt auch. Schon ein paar Tage. Der macht auch geile Vlog-Videos. Oder Vlog-Videos heißt es ja. Ich will immer Vlog sagen. Und ja, schaut bei ihnen auch mal vorbei. Übrigens, Loki wird gefunden bei YouTube unter Loki TV. Wenn ich jedes Mal Loki eingebe, da wird mir was anderes angezeigt. So, und der Crazy MAS. Die MAS mit Pumpen getrennt. So, da haben wir das auch schon nochmal. Aber müsst ihr mal gucken. So, dann hat mir noch ein anderer YouTuber, der hat mir auch noch einen Ratschlag gegeben. Ich soll doch bitte in den Folgen, wo ich, also die ich anfange, soll ich doch jemanden oder eine Art Vorstellung machen, zum Beispiel, so wie ich es heute gemacht habe. Hallo und herzlich willkommen, bla bla bla, ja. Oder ich soll jemanden grüßen. Ja, mein Lieber, ich habe, wo du die Folge gesehen hast, eine durchgehende Aufnahme gemacht und habe, also die ging 1,5 Stunden in etwa, und habe die immer so auf 30 Minuten dann gehackt. Und das habe ich dann aber auch vorher gesagt. So, jetzt muss ich gerade mal aufpassen, wo wir hier hinkommen. Wo sind wir denn hier gelandet? Geht's hier vorne durch? Ist das schon wieder eine Insel? Na, bravo. Warum geht das immer kaputt? Ich glaube, das ist nur eine Zwischeninsel hier. Oh, ist voll ungewohnt, so zu laufen, merke ich gerade. So. Ihr habt's ja gesehen. Mein Bötchen ist mal wieder kaputt gegangen. Obwohl ich auch nirgends gegen gefahren bin, muss ich sagen. So. Jetzt bin ich vom Thema etwas abgeschweift und ich will jetzt auch ungern die Aufnahme hier. Oder warte mal, ich guck mal ganz schnell nach, wie er heißt. Ich habe hier noch alles auf. Nein, die waren es nicht. Ach, übrigens, ich grüße damit auch die Trendsetter. Auch super Leute. YouTube-Kommentar. So, und ich grüße den Ray GHG Road to 0.01K PVP Fast Bridge No Shift. So, dann sollte ich doch eigentlich alle gegrüßt haben, die ich vergessen habe oder vergessen haben sollte. Entschuldigt, weil ich kann mir auch nicht alle merken. Beziehungsweise es geht auch noch mal was in Vergessenheit.
Und es soll nicht sein, aber ich mach's jetzt mal ganz einfach so. Ich grüße alle, die mich kennen. So, jetzt wollen wir mal schauen, wo unsere Reise heute hingeht. Ich möchte jetzt auch damit ankündigen, wenn wir jetzt nochmal auf Land treffen sollten. Das sieht mir eher auch nach einer Insel dort aus. Wenn wir auf Land treffen sollten und dort wieder keine optimale Bedingung, so wie ich es mir vorstelle, finden sollten. Das könnte eigentlich doch Festland hier sein, ne? Dann werde ich einen neuen Seed ausprobieren und werde dann eine Stelle aussuchen, die nach meinen Kriterien so wie wo ich gerne bauen möchte und also wo wir natürlich die Einwohner haben, wo wir dann auch schön grünes, idyllisches Land rund um uns haben und also was nach meinen Kriterien entspricht. So. Ich sehe gerade die Schafe, aber am Hungertuch bringen wir noch nicht. Na bravo. Warum? Das verstehe ich nicht. Warum hängen die Wolken so tief? Das check ich gerade nicht. Ich habe doch in den Einstellungen gar nichts verändert. Oder? Gerade mal gucken. Grafikeinstellung. Das verstehe ich jetzt nicht. Das werde ich bis zur nächsten Aufnahme haben. Ich finde jetzt gerade nicht auf die Stelle den Weg. Ich will ja auch weiterkommen. Ups. Ach, ich wollte die Ansicht ändern. Nein. So. Ihr habt es ja gesehen, das Boot ist mal wieder kaputt gegangen, obwohl ich nirgendwo gegengefahren bin. Ich verstehe es einfach nicht. So. Zack. Hallo? Achso, ja. Nein. Oh, Mann. Ich hasse es. Das Boot da rein. So. Abklöppeln hier. So, okay. Also hier sind wir in eine Sackgasse reingefahren. Daran lag es vielleicht. Jetzt erstmal bitte, da ist ja jede Schaluppe, die ist ja stabiler wie das bisschen Holzgerüst hier. Das sieht irgendwie komisch aus hier oben. So, die Sonne geht unter. Geil aus mit dem Sonnenuntergang. Aber warum ist der Mond so hell? Mann, der Mond leuchtet ja wie so eine 3000-Watt-Birne. Boah, aber hier unten, Alter. Das sieht geil aus. Ich will gerade mal schauen, kommen wir hier durch? Alter, was ist der Mond so hell? Thank you.
natürlich jetzt auch seine Vorteile. Dass der. Das gibt's doch nicht. Warum? Das ist doch so unnötig, dass die kaputt gehen als. Wir laufen jetzt mal hier auf der Insel rum. Ja. Hab ich jetzt so beschlossen. Hier alles miteinander verbunden ist? Aua. Aber ich glaube, das ist hier auch alles nur Sand und ja, inselverbundenes. Blibla blub. Oder ist es Vollmond? Daran kann es natürlich auch liegen. Es ist ja meistens auch ein bisschen heller. Ah, Treibsand. Das ist auch gut. Also um Happy Happy müssen wir uns schon mal keine Gedanken machen. Naja, ich bin mal gespannt, was uns hier alles erwarten tut. Schafe haben wir auch. Wir haben natürlich keinen Slot mehr frei, wo wir Fleisch nochmal ablagern können. Mal schauen, was wir vielleicht nochmal raushauen können. Schmetterlingsflieder würde ich auch gerne behalten. Jutestall. Was ist Jutestall? Keine Ahnung. Die Kohle brauchen wir auch. Ach, wisst ihr was? Das Schildchen, das brauchen wir nicht. Hab ich jetzt mal spontan entschieden. So, das Fleisch haben wir. Ich hoffe doch. Moment, wo war's? Ich find's grad nicht. Weil ich will wissen, haben wir jetzt die Wolle aufgenommen oder das Schafsfleisch? Setzling, Sunflower Seeds, Kürbis, Karotte, Indigo, Artischockensamen. Ach, hier unten. Weiße Wolle. Ah, ich wusste es doch. Hier schon wieder. Och, nö. Ja, so will ich das haben. So, das andere Schaf, das hat, glaube ich, nur Wolle abgegeben. Hä? Na, bravo. So, jetzt bist du dran. Stirb! Das hat auch nur Wolle abgegeben. Mann. Nicht einmal Fleisch? Zweimal Fleisch, das ist gut. Ups. Gut. Dann wollen wir mal weiterreisen hier.
Ja, was wir vorher alles erlebt haben, das ist schon ein Wahnsinn, wie weit wir schon gereist sind. Das ist ein Wahnsinn. Strömung gerade gewesen. Die hat mich weggedrückt. Mann, hier ist alles so zugewachsen, da brauchen wir ja eine Machete. Ich rufe Machete an. Der kann mir den Weg bahnen. Gerade mal die Mühe machen und mal nach hier oben steigen. Zu kicken, was hier so ist. Schweinchen! Wir sollten auch langsam mal was essen. Wie viel Lamm haben wir jetzt? So viel, okay. Ich bräuchte noch mal einen freien Slot. Einen zumindest. Was können wir denn mal entbehren? Komm, die Paradiesvogelblume. Die machen wir mal weg. So. Weil eins ist uns ja gewiss, wir haben hungern gelernt. Was habe ich denn jetzt aufgenommen? Das wollte ich haben. So, du bist auch dran. Es gibt schöne, leckere Schnitzel. Die gab es bei mir zum Mittagessen heute. Wenn ich mal so freizügig erzählen darf, mein Vater ist Metzger und der macht geile Schnitzel. Wäre cool, wenn ich die Schnitzel hier einfach ablege und es wächst ein Schnitzelbaum. Das wär's ja mal. So, was haben wir hier noch? Schäfchen. Da haben wir auch Kohle, sehe ich. Steinkohle. Bei Kohle sage ich doch ungern nein. Gegenteil, da sage ich ja. Ich will gerade mal gucken, ob ich mit der Spitzhacke die bisschen schneller über den Jordan bringen kann. Was ist das denn? Ach, das ist nur ein Baum. Oder ein Teil von dem Baum. Na, jetzt bin ich schon hier unten. Und was war das? Cool. Zentipede. Also ein Tausendfüßler. Alter, das ist so ein diesen komischen Wolken da oben, das geht mir auf den Senkel.
habe ich auf jeden Fall bis zur nächsten Folge wieder weggemacht. So. Ist natürlich alles sehr dicht hier bewachsen. Ich will da mal auf einen höheren Platz, da hat man eine bessere Übersicht. Meine Güte. Ich ruf gleich Machede an. Der kommt hier mit seiner Machede am besten durch. Ist eigentlich voll der billige Film, aber gerade, dass er so billig ist, ist auch wiederum gut. So, ich glaube, aus der Richtung hier sind wir auch gekommen. Ja. Da haben wir uns durchgeschlagen. Upsala. Freiwillig gebadet gerade. Sehr schön. Oh, da ist noch Kohle. Kohle nehme ich doch gerne. Davon haben wir auch Mu-Kühe, die den Mo immer so gut finden. Die Simpsons. Ja, die Gegend hier, so habe ich es mir eigentlich vorgestellt. Ja? Jetzt hätte ich ja gerne nur noch ein bisschen Nachbarschaft. Das wäre doch alles perfekt. Mal die Gelegenheit nutzen. Marmor. Geil. Könnte man sich später schöne Marmorplatten rausbauen. So, die Hacke, die ist auch bald durch. Das war's. Wir müssen sowieso bald wieder eine craften. Alter, was geht's da runter? Ja, das lief doch alles perfekt. Hm? Im Gegenteil! Boah, leck mich doch am Arsch.
bin ich hier jetzt wenigstens auf der Insel? Fick dich doch, Mann! Oh, das Spiel, das regt mich auf, ey. Ich hoffe wenigstens, wir sind auf der Insel noch hier. Ach nee. Kennt ihr das noch? Ja, das ist der Startpunkt, von wo aus wir gestartet sind. Und es hat sich nichts verändert. So, wenn ich das jetzt eben richtig verstanden habe, das hätte geheißen, mein Bett, das war ja im Inventar, und wenn mein Bett irgendwo gestanden hätte, dann wäre ich da wieder gespawnt, oder wie? Ach, was ist da was? Wir gucken uns jetzt nochmal hier die Insel an, wo wir gestartet sind. Die war ja eigentlich auch nicht schlecht. Und in der nächsten Folge, da werde ich dann eine perfekte Stelle für uns gefunden haben. Sehe schon, halbe Stunde ist jetzt rum. Ihr habt es gesehen, wir sind abgeschmiert. Einfach mal so auf der Erkundungstour, weil wir einfach ins Nichts gefallen sind. Und ja, was wir natürlich mit uns geführt haben, das ist alles jetzt futsch. Naja, gut. Wir werden jetzt das Beste draus machen und ja, würde sagen, ja, ich werde für optimale Kriterien sorgen. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder zum Bauen. Bis dahin, hat mich gefreut, dass ihr mir zugeschaut habt und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet. Bis dahin, macht's gut, euer Playbuzzy. Ciao!